Am Ort des Geschehens in Dammartin-en-Goële ist für uns Max Hofmann. Ist denn wirklich sicher, dass die Geisel überlebt hat? Nein, das ist noch nicht bestätigt. So viel kann ich sagen. Wir haben versucht, das rauszufinden und mit dem Polizeisprecher und dem Sprecher der Gendarmerie vor kurzem hier gesprochen. Aber sie wollten noch gar nichts bestätigen im Übrigen, aber haben natürlich hinter vorgehaltener Hand gesagt, naja, wenn so viele Nachrichten das berichten, dann wird das schon stimmen, zumindest was die beiden Tatverdächtigen angeht. Also das kann man jetzt mit Sicherheit sagen. Die beiden sind tot. Aber was mit der Geisel passiert ist, das wissen wir noch nicht genau. Es gibt Medienberichte, die sagen, sie habe überlebt. Aber wir können es, wie gesagt, noch nicht bestätigen. Es soll eine Pressekonferenz hier geben von der Polizei in Kürze. Dann wissen wir hoffentlich mehr. Wie haben Sie die letzte Stunde erlebt, diese hochdramatischen Minuten? Ja, auf einmal ging es los. Also im Prinzip hatten sich die ganzen Journalisten und Polizisten hier schon, naja, gemütlich gemacht, wäre zu viel gesagt. Aber es war eben sehr ruhig, nachdem hier alles installiert war. Und viele gingen davon aus, dass es lange dauern könnte, denn die Polizei hatte eigentlich keinen Grund, hier wirklich Druck zu machen, das zu beschleunigen. Ganz im Gegenteil, je länger die zwei Geiselnehmer, die zwei Tatverdächtigen des Attentats auf Charlie Hebdo in dieser kleinen Druckerei waren, desto müder würden sie werden, desto schwieriger wäre es für sie geworden, sich zu ernähren, desto besser die Chancen der Polizei. Aber jetzt war wohl der Zeitpunkt dann gekommen, zuzugreifen. Immerhin waren die Tatverdächtigen ja jetzt schon gute 50, 52 Stunden unterwegs. Wir wissen nicht, was sie gegessen haben, was sie getrunken haben, wie viel sie überhaupt geschlafen haben. Und die Polizei hat wohl gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zuzugreifen. Wenn die Geisel überlebt hat, dann kann man mit Fug und Recht behaupten, dass sie recht hatte. Einer der Geiselnehmer soll ja gesagt haben, er wolle als Märtyrer sterben, auch wenn das offiziell nicht bestätigt wurde. Könnte das ein Grund gewesen sein, für die Beamten jetzt zuzugreifen? Ja, also das ist, dahinter versteckt sich natürlich die Frage, und die kann ich eigentlich nicht beantworten. Was ist mehr wert in diesem Fall? Das Leben der Geisel, das Leben der Täter? Ich denke, die meisten Zuschauer werden das für sich beantworten können. Aber in diesem Fall ist die Leitlinie der Polizei und der Gendarmerie in Frankreich natürlich, wenn sie dadurch das Leben der Geisel retten können, dann nehmen sie auch den Tod der Tatverdächtigen in Kauf. Was die davor gesagt haben, inwieweit ihnen ihr eigenes Leben wichtig ist, inwieweit sie vorhaben, als Märtyrer zu sterben oder nicht, spielt da bei den wirklich sehr nüchternen Überlegungen der Einsatzkräfte keine Rolle. Wie waren diese letzten Stunden vor dem Zugriff? Wie hat dieser Polizeieinsatz, es waren ja Tausende von Beamten unterwegs, die Region verändert? Was haben Sie erlebt? Was haben Sie gesehen? Wir haben hier vor allem mit Eltern gesprochen, die auf ihre Kinder gewartet haben, weil man sieht es jetzt nicht, aber links von mir ist eine Schule, rechts von mir ist eine andere Schule, und die Kinder mussten seit 9:30 ungefähr heute Morgen in diesen Schulen bleiben, aus Sicherheitsgründen natürlich. Und da muss man sich vorstellen, wenn der Anruf kommt von der Polizei, ihr Kind kommt erstmal nie nach Hause, muss in der Schule bleiben, aus Sicherheitsgründen, da macht sich jedes Elternteil natürlich enorme Sorgen. Dementsprechend groß war die Erleichterung, als dann ungefähr vor einer Stunde, 90 Minuten zumindest eine der Schulen evakuiert werden konnte. Da waren die Eltern sehr erleichtert, als dann die Kinder in diesen großen Bussen von hier weggefahren wurden. Aber die andere Schule, die gerade im Begriff war zu evakuieren, beziehungsweise kurz davor stand, die konnte das dann nicht machen, weil eben dieser Zugriff erfolgte. Max Hofmann, vielen Dank für diese aktuellen Schilderungen.